Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 von Gothic 2 Gladiator. Wir sind zurzeit wieder in unserer Bude. Ich habe gegen die ganzen Eumel gekämpft, gegambelt und so weiter und so fort, haben alles getan. Und ich werde es vermutlich so handhaben, dass wir die Lernpunkte erstmal aufheben. Wir pennen natürlich bis zum nächsten Kampf, denn es gibt ja ansonsten nichts zu tun. Wir besitzen bereits das beste Einhandschwert, zumindest in dieser Arena hier. Und ich werde, glaube ich, nicht die beste Rüstung mir holen, sondern ich nehme die, die ein bisschen weniger Schutz bietet, aber wir dadurch 750 Gold sparen. Ich hoffe, es sind gut gesparte 750 Gold. Und jetzt können wir im Prinzip auch schon hier das Ganze nämlich so angehen. Also zum Rüstungsschmied gehen, bei dem wir natürlich nur Sachen kaufen können. Ich will gerade bei den Helmen schauen. Was ist denn der beste Helm? Der Legionärshelm. 10, 10, 10, 10. 1000 Goldstücke. Ja, den werden wir uns auch dann irgendwann holen. Schilde brauchen wir keine. Oder vielleicht ist es gar nicht so eine schlechte Idee mit Schwert und Schild. Nee, wobei das kostet ja auch eine Menge Ausdauer. Das ist bei uns leider nicht so komfortabel wie bei den Gegnern. Dann verkaufen wir unsere verbesserte leichte Rüstung schon direkt wieder. Irgendwie muss ich es im Nachhinein sagen. Vielleicht wäre es auch ohne sie gegangen. Aber jetzt jeden Geldbeträgen nachzutrauern macht auch keinen Sinn. Deswegen, das ist schon okay, so wie es ist. Dann gehen wir zum Flammer und holen uns seine Rüstung. Dann kupi ich den Panzer. Proszę bardzo. Niech ci służy. Und jetzt haben wir die Rüstung vom Champion aus Labos und die macht auch was her. Was du nicht sagst. Und vor allem, wobei man sagen muss, diese Schulterplatte ist nicht ein bisschen... Na egal. Von mir aus. Ist natürlich ein bisschen überzogen, aber was soll's. Jetzt haben wir relativ gute Schutzwerte. Haben noch 26 Lernpunkte. Aber kein Geld. Dementsprechend müssen wir sowieso kämpfen. Und ich habe bei Kali gesehen, dass unser Gegner sowieso nicht für uns also bereit ist. Also du kannst ja abends beim Kali immer gucken, was die Ausrüstung des Gegners ist. Und ich muss sagen, der hat irgend so ein Schwert mit 35 Schaden. Und irgend so eine Rotzrüstung, den machen wir nass. Hoffe ich zumindest. Man darf es ja nicht übernehmen hier. Roztrzaskam ci łeb, śmieciu! Tylko ja mam prawo wygrać w tej walce! Doprawdy? Myślisz, że się ciebie boję? To, że pokonałeś tylu przeciwników do tej pory, nie robi na mnie wrażenia! Twoje pierdolenie też nie robi na mnie wrażenia. Walcz! So, mal gucken, ob wir uns hier hey, Pajacu, tu jestem. Mit der neuen Ausrüstung hier bewähren können. Gerade ein bisschen bescheuert mit diesem Tanzen, weil ich die ganze Zeit irgendwas mache, aber da bin ich nichts bekommen. Ja, okay, das ist ja hier witzlos. Ich glaube, wir können nur einmal und dann kämpfen wir einfach. Also der 1400 Leben, echt? Oh je. Auf der anderen Seite trümmern wir auch schon Damage drauf, ne? Aber der ist doch ein bisschen stärker, als ich jetzt erhofft hatte. Also ich dachte, der wäre vielleicht ein bisschen schwächer noch. Aber das ist ja direkt schon mehr Leben als der Flammer hat. Ich dachte, der Flammer wäre jetzt halt ein Gegner, der sehr viel... Gut, ich meine, der hat auch viel höhere Rüstungswert gehabt als jetzt der Ayakop hinter uns. Aber nichtsdestotrotz ist der jetzt nicht so schwach, wie ich erwartet hatte. Ich dachte, der wäre ein bisschen schwächer. Da hat er gerade eben böse Crit kassiert. Also das machen wir natürlich trotzdem, ne? Ist klar. Ja, okay, dann auch nicht.
balanciertes Schwert. Wie gern ich dem irgendwie den Dingen abgenommen hätte, den Helm oder so. Aber naja, man kann nicht alles haben. ...33 Lernpunkte wieder, Level up. Und vom Geld her, na gut, wir kriegen ja gleich noch Belohnung. Doskonale, przyjacielu. Dzięki, stary. Masz, znalazłem coś dla ciebie. Co to takiego? Amulet ochrony, trochę cię wzmocni. Tutaj biżuterii nie kupisz, a tak przynajmniej będziesz coś miał. Dzięki, na pewno się przyda. Oczywiście. Do zobaczenia na kolejnej walce. Do zobaczenia. Lass mich raten, das ist genau das Schutzamulett. Genau, also das Harnisch. Nee, ich glaube, das war besser, dass wir. Nee, ich glaube, das war genau das Equipment, das der fahrende Händler uns verkauft hätte. Dementsprechend war es gut, dass wir es nicht gekauft haben. Denn so haben wir trotzdem mehr Schutz und mehr Leben. Und haben uns 1000 Gold insgesamt gespart. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen eine Belohnung hier, oder nicht? Chciałbym odebrać nagrodę za walkę. Oczywiście. Oto twoja zapłata. 700. Damit lässt sich auf jeden Fall was verwerten, ne? Richtung. Vermutlich nochmal ein bisschen Einhand. Also die 50% sind jetzt natürlich die. Also ihr wisst ja, die ernste Hemmschwelle ist schon mal. Oder die ernsteste Schwelle ist schon mal die 40% zu erreichen. Die 50% sind dann langsam annehmbar und ab 60% kann man existieren. Das heißt, wir holen uns direkt wieder 6 weitere Lernpunkte ab. Ich frage mich halt, ob es sich lohnt, jetzt noch mehr in Stärke zu hauen. Ansonsten kommen wir ganz gut zurecht, wenn wir die nächsten 5 Typen bekämpfen. Also in der Übungsarena müssten wir langsam die 50 dann schon haben. Und ich glaube, nach genau diesem Kampf... Sehr gut, dass wir jetzt übrigens eine Ausdauer und 2... Lernpunkte kriegen pro Trainingseinheit. Ich frage mich, ob das die Masse ist oder der Fortschritt in der Hauptstory, die quasi dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt mehr Belohnung bekommen. Da könnte man auf jeden Fall ein paar Prozente noch rausholen. Ich glaube, das werde ich jetzt als erstes machen. Stopp, das lassen wir natürlich bei uns, das Amulett. Ah ne, wir gucken erstmal. So, Trainingsoutfit. Trainings. Einhandschwert hier mit das gut ausbalancierte Schwert, das aber gar nicht so gut ist. Also das ist sogar weit hinter den Erwartungen zurück, die ich hatte. Ne? Aber irgendwie war das Schwert, das wir uns gekauft hatten, damals schon recht gut mit dem 50 Schaden. Für 50 Stärke. Hätte ich gar nicht erwartet. So. Jetzt geht's direkt weiter hier, ohne Pause. Also diese Trainingskämpfe hier, die hängen mir schon bald zum Hals heraus. Weil die sind so repetitiv einfach nur. Aber was sein muss, muss sein. Was wir nicht alles für Lernpunkte machen. Und der Punkt ist, jetzt haben wir ja im Prinzip... Wenn wir dann die nächsten 4 besiegen, sogar 40 Lernpunkte. Ich bin wirklich so kurz davor, dass wir die Stufe 3 kaufen beim Wirt für 15 Lernpunkte. Aber das ist halt auch wieder so teuer. Was der Kampfschrei übrigens bringt, weiß ich auch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich hier auf jeden Fall nochmal böse investieren werde. Ach komm, was soll's. So, jetzt haben wir nämlich auch hier die dreifachen Kosten. Und sind Schwert Meister. Und kriegen nochmal 2% drauf. Beziehungsweise haben sogar 67%. 2/3. Sauber. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich, was Einhand angeht, erstmal gut saturiert, hätte ich jetzt gesagt. Ich will direkt mal gucken, ob wir hier nochmal einen zweiten Kampf eventuell machen können mit den wenigen Lebenspunkten, die wir noch haben.
Jetzt habe ich halt wieder alles rausgeballert, was ich hatte an Lernpunkten. Nie ma czego chciał. Całej siły! Da haben wir verloren. Da haben wir bös verloren, was auch daran liegt, dass wir hier einfach viel zu wenig Lebenspunkte haben. Was zur Abwechslung treffe ich Kali heute Abend nicht in der Taverne. Gut, insgesamt hätte ich natürlich gesagt, war der Kampf gegen den Typ auch viel einfacher als jetzt gegen den anderen, hier, gegen den Chef, gegen den Flammer. Aber da gab es halt eine absolut kugelsichere Taktik, wie man den halt schlagen konnte. Ne, da, also der hat halt nichts gemacht, der hat gar nichts gemacht. Deswegen haben wir da natürlich jetzt... Aber wir kamen ganz gut zurecht, muss ich sagen. Jetzt haben wir sowieso nochmal 15, beziehungsweise sogar 18% mehr Einhand. Mal gespannt, wie sich der nächste Kampf dann gestalten wird. Gratulation. Haben wir auch gewonnen. So muss es gehen, so muss es sein. Was haben wir jetzt? Ah, ich rieche doch jetzt schon, dass es ein Full House gibt. Nicht. Schade. Der Punkt ist, was ich auch sehr schade finde, ist, dass ich noch nicht so extrem im Geld bade, dass ich mir problemfrei die Goblinbären und die Drachenwurzeln kaufen kann und auf der anderen Seite natürlich auch nicht das ganze Bier hier beim Wirt, da gibt es ja einige Biersorten, die einen hohen Mehrwert haben. Ui, da haben wir ganz schön hoch gewonnen. Einfach mal ein Fünfling. Aber wie gesagt, die eine Biersorte, die werde ich mir sowieso nicht holen, weil die einfach... Da werde ich gar nichts machen, ich halte das Full House. Auf jeden Fall ist es so, dass die Ausdauer-Biersorte, die lohnt sich halt einfach gar nicht. Ach, haben wir quasi 1000 Gold im Poker gewonnen, oder was? Wir haben einen Punkt in irgendwas bekommen, aber in was? Eine Ausdauer? Nee. Ein Lernpunkt? Könnte sein. Auf jeden Fall schön mit diesen Errungenschaften und schön, dass man da dann auch was bekommt dafür. Guck hier, genau das ist es. Urteil des Schakals. Bringt eine Ausdauer, kostet 300. Da lohnt sich das hier eher, dass wir da einfach diese drei Wüstenwind-Bierdinger uns einfach rein semmeln in den Kopf. Wären halt 150 Gold, die ich gerade nicht habe, und außerdem sind 10 Lebenspunkte leider in dieser Mod gar nicht so viel, weil ich überhaupt nicht auf Leben gehe und trotzdem 670 habe. Hätte man bestimmt auch extrem auf Tank gehen können, insofern, dass man einfach eine riesige Menge an Lernpunkten in Leben reindonnert, aber ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Ich glaube, wir haben eine gute Entscheidung getroffen, indem wir gesagt haben, ich gehe halt auf Eröffnungsschläge und gucken, dass wir in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Schaden anrichten. Alles andere war für mich irgendwie, kam für mich nicht in Frage. Also ein Ausdauerkampf macht eh keinen Sinn, aufgrund der Ausdauer, die ja immer weiter abnimmt, egal was man macht. Und sich dann auch der Schaden immens verringert. So immens, dass einem schlecht wird dabei. Jetzt gucken wir mal, dass wir die vier Knallköpfe hier noch platt machen. Also scheinbar diesen Abend nicht mit dem guten Kali sprechen. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, welcher Gegner uns erwartet. Normalerweise hätten wir diese Information ja vom Kali erhalten können. Wir hatten gerade eine ganz schön hohe Anzahl an kritischen Treffer, würde ich mal meinen. Also so kann es weitergehen. Das war ja schon übel. Möchte ich meinen.
A gut, wir haben halt ein bisschen kassiert, weil die Jungs halt auch stärker waren. Wejdźmy na arenę. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Das ist die Einstellung. Absolut korrekt. Posłuchał mnie właśnie. Pokaż mu! Dołóż mu! Mocniej, mocniej! Dołóż mu! Mężo, dołóż mu! Pokaż mu całej siły! No, dalej! Wykończ go! Tak, dobrze, tak! Wykończ go! Nieźle! Das gibt's nicht, gegen den haben wir sogar verloren. Alter Vater. Der hat uns viel zu viel Leben abgezogen, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Also die werden verhältnismäßig auch sehr viel stärker, möchte ich an der Stelle ganz kurz anmerken. Ja, alles gut! Falls! Całej siły! Und ich hätte hier übrigens beschissen, weil ich mit 60% Hitchance hier echt mehr erwarten dürfte. Aber das ist im Pokern genauso wie im Kampf. Es ist halt eine Glückssache. Außer man hat halt 100%. Also 100% auf Einhand, dann braucht man sich keine Sorgen zu machen. Aber das ist natürlich Wunschdenken. Die 100% erreichst du nämlich im Normalfall eigentlich nicht. Hoffentlich war der Rüstungskauf eine gute Wahl, aber ich glaube schon. Ich glaube, der war eine gute Wahl. Vor allem bin ich sowieso gespannt, was es denn in den anderen Arenen für uns so gibt. Da haben wir noch einiges auf uns. Den habe ich ja komplett ausgetrippelt. Der wusste ja gar nicht, wo er langläuft. Junge hat er kassiert. Jetzt sind wir schon wieder bei 10 Lernpunkten. Und das ist unser erster, 11. Chcę z tobą walczyć. Wejdźmy na arenę. So, dementsprechend machen wir den mal nass. Mnie mówili coś. Zack. Niech ma, czego chciał. Was? Also, das war jetzt gerade eine Menge Schaden in einer ganz kurzen Zeit. Ich meine, wir haben auch nur 230 gehabt, aber. Da hat er mir gerade ganz schön eingeschenkt. Pokaż mu! Mocniej, mocniej! Pokaż mu! Pokaż mu, czego chciał! Wykończ go! Wykończ go! Niech ma, czego chciał! Pokaż mu! Boah, das war eine knappe Nummer nochmal. Das war eine übelst knappe Nummer. Das hätte auch in die Hose gehen können. So, jetzt haben wir die nochmal alle platt gemacht. Wann redet denn der mit uns endlich? Der hat doch irgendwas gesagt, dass wir den aufsuchen sollen, sobald wir irgendwie... Keine Ahnung. Vorm letzten Gegner oder vorm vorletzten Gegner stehen. Ich dachte jetzt nach dem 7. Kampf, aber es könnte auch nach dem 8. Kampf sein. Weil dann kommt ja noch der 9. Und danach der Champion. Vielleicht sollen wir den dann zu dem Zeitpunkt nochmal antreffen. Das kann auch gut sein. Nun gut. Dann gehen wir mal pennen bis zum nächsten Kampf, denn was bleibt uns anderes übrig? Ja, ich meine, im Ding steht ja, Kali ist nicht da. Lass mal ganz kurz überprüfen. Da ist er ja doch da. Nee, der ist glaube ich gar nicht mal hier. Schade, dass hier übrigens keiner noch in der Taverne sitzt, der von Relevanz ist. Irgendjemand, der eine Quest für uns hätte oder so. Das wäre ja vielleicht ganz nett gewesen. Aber okay. Und nun gut, dann würde ich sagen, geht's auf zum nächsten Kampf. Monströse Ausrüstung. Jetzt kommt ja quasi der 8. Kämpfer. Ne? So, nachdem wir den geschlagen haben, könnten wir zum Beispiel für 1000 den besten Helm
holen. Das wäre zum Beispiel die Idee, die mir jetzt noch käme. Ansonsten, Einhand bin ich jetzt erstmal sehr zufrieden mit. Das heißt, man könnte überlegen, auch ein bisschen Stärke wieder mal reinzudonnern. Ach, erzähl mir nicht sowas. Weil man das eigentlich immer hilfreich ist. Ist halt einfach pure. Da ist er noch ein bisschen verletzt von unserem Kampf, weil es bringt halt immer. Es bringt's einfach. Es ist einfach das Beste. Pure Stärke, bombastisch. Also zumindest nachdem man genügend Chance auf den höheren Schaden hat, den wir jetzt eigentlich haben sollten. Mal gucken, wer da drin auf uns wartet. Den machen wir noch platt in der Folge. Hoffentlich. Patrzcie na niego, mocny tylko w gębie. Gegen den brauchen wir vor allem eine Menge Ausdauer. Die wir jetzt haben einigermaßen und wir haben ja die Möglichkeit, hier im Kreis zu rennen. Und ich muss sagen, ich muss ein bisschen von meiner Meinung, die ich anfangs noch hatte, abweichen. Also der erste Kampf war tatsächlich sehr, sehr schwer, meiner Meinung nach. Aber seitdem ging es eigentlich, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich hätte jetzt auch mal vermutet, dass unser Weg, den wir eingeschlagen haben, auch relativ gut funktioniert hat bisher. Aber man muss für sich selbst immer noch der größte Kritiker bleiben, das ist klar. Man könnte auch überlegen, zum Beispiel jetzt hier nochmal den jetzt machen. Und wir haben das Nachsehen. Ja, das hat funktioniert. Das Gute ist genügt, mein lieber Sterb. Aber die macht uns gar nicht so viel Schaden, ne? Die gute Rüstung, die macht sich auch bewährt. Oh shit. Das gut sein. Warum muss er diesen Tanz komplett ausführen? Ich finde das so lächerlich. Oder haben wir das Problem? Okay. 110 müssen genügen. Kriegen wir noch irgendein abgenutztes Schild. Beziehungsweise einen abgenutzten Schild. Und den Häcksler. Naja. Wir sind in der nächsten Folge, sammeln wir hier das Restgeld auf und reden dann wieder mit unseren bekannten Gesichtern. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.